In den Schluchten der Alpen und den Weiten des Donautales wurden so manche rätselhafte Hinterlassenschaften längst vergangener Kulturen gefunden. Was hat es mit kunstvollen Felszeichnungen und kuriosen Figuren auf sich? Welchen Ursprung haben diese riesigen Schädel? Und wie ist die Vielzahl an mysteriösen Himmelserscheinungen durch die Jahrhunderte zu erklären? Heute fliegen wir zu den Sternen. Könnte es sein, dass schon in der Vorzeit fremde Zivilisationen von anderen Planeten den Alpenraum besucht haben? Sind die mysteriösen Hinterlassenschaften unserer Vorfahren ein Indiz dafür? Könnten da Außerirdische gemeint sein? Wenn ja, das müsste sich doch niedergeschlagen haben in der menschlichen Kultur. Die Präastronautik oder Paläoceti-Forschung meint, dass tatsächlich es Indizienhinweise gibt, die eben die These untermauern, dass die Götter Astronauten waren. Die Archäologie und die Anthropologie fühlt sich da nicht sonderlich beauftragt, zu recherchieren, zu forschen.